Einen wunderschönen guten wünscht der Opa Gamer hier auf meinem Kanal. Schön, dass er reinguckt. Und es geht weiter mit Transport Fever 2 mit der Kampagne. Die Menschheit bringt laufend neue, großartige Erfindungen hervor. Habe teil am rasanten technologischen Fortschritt und stelle den reibungslosen Transport in verschiedenen Regionen der Welt sicher. Ach, dachte, das ging länger. Okay, also Mission, Transport, logischerweise. Machen wir. Mexikos Westküste im ausgehenden 19. Jahrhundert. Ein unscheinbarer Fleck mit einem verheißungsvollen Namen. Topolobampo. Ein Klima so mild wie nirgends sonst, die Ebenen fruchtbar wie der Garten Eden und in den Bergen unermessliche Reichtümer. Der perfekte Ort, um eine Utopie wahr werden zu lassen. Ein Leben in Freiheit und Gleichheit für alle. Na prima, dann starten wir das mal. Jo. Topolobampo. Topolobampo. Schöner Name. Mexikos Westküste. Mission 4, Kapitel 1. Ja, muss offensichtlich doch ein bisschen was laden, ne? Ist erstaunlich. Also am Rechner liegt es nicht unbedingt, der ist zwar nicht der neueste, aber... Ja, ich habe es allerdings auch nicht auf der SSD installiert, weil da kein Platz mehr ist. Problem, ja. Aber gut. Es geht gleich los. Ja, ich habe ja in den letzten Missionen hier so ein bisschen rumprobiert und gemacht, was ich eigentlich nicht weiß und ich sollte. Das dauert nämlich alles dann viel zu lange. Ich sollte das einfach so durchziehen. Denn ich denke, dass im Laufe der Zeit das alles erklärt wird, was ich hier so rumprobiere. Aber das ist nicht so einfach, weil ich halt immer gerne rumprobiere, ne? Das ist halt mein Problem. Aber ich werde jetzt versuchen, mich an diese Linie hier zu halten, ohne großartig rumzuprobieren. Denn es reizt mich nachher doch in das freie Spiel reinzugehen und meine selbst erstellte Karte zu spielen. Also selbst erstellt im Sinne von Ortschaften und Städten, nicht von der... Soeben hast du dem Staate Mexiko einen Flecken Land abgegeben. Hier soll deine Vision zur Wirklichkeit werden. Eine freie und gerechte Gesellschaft. Gemeinsam mit einigen Gleichgesinnten wirst du in Topolobampo die Stadt der Zukunft errichten. Das dürfte nicht allzu schwer sein. Hast du doch erfolgreich bereits einige Eisenbahnstrecken gebaut? Willkommen in der Stadt der Träume. Du bist hierher aufgebrochen, um eine Gesellschaft zu gründen, in der niemand Not leiden muss. Alles wird allen gehören und im Überfluss vorhanden sein. Zahlreiche Frauen und Männer wollen sich dir anschließen. Sie sollen ihre Behausungen ganz nach ihren Vorstellungen errichten dürfen. Besorge schon einmal das nötige Material. Im Umland finden sich exzellente Rohstoffe. Du brauchst sie nur in die Stadt zu schaffen. Okay, ich habe gerade gesehen, wenn ich hier umschalte, die Kamera umschalte, dann springt das weiter hier, habe ich gerade festgestellt. Also, ich brauche also 30 Baumstämme nach Topolobampo. Gut, dann schauen wir uns mal um hier. 30 Baumstämme nach Topolobampo. Gut, dann gucken wir mal, wo wir die Baumstämme herbekommen. Ich könnte das jetzt anklicken, aber ich will hier einfach mal so ein bisschen rumgucken, ne? Geht schon wieder los. Nur nicht an die... Ja.
Also hier haben wir schon mal eine Destillerie. Was haben wir hier? Kaktusfarm. Wo gibt es denn hier das Holz? Hallo? Ich könnte das hier nutzen, ne? So. Da hätte ich auch können gleich draufklicken, gell? Bisschen doof. Holzanlieferung, Wald. So. Gut, da ist der Wald. Und El Fuerte, Topolobampo. Einfach nur rein, ne? Okay. So, ah ja, gut, das ist ja gleich um die Ecke, sehe ich gerade. Dafür habe ich das noch nicht gefunden, habe ich nicht mit gerechnet. Genau. So, jetzt habe ich gelernt, dass das besser ist, wenn man hier die Straße schon mal gleich aufwertet. Das ist so, Straßenbau aufwerten. Kann ich nicht aufwerten, gibt direkt eine Kollision. Okay. Ja, ich mache aber trotzdem hier ja, etwas raus, damit der Bahnhof hier ein bisschen mehr Platz hat. So, Bahnhof heißt also Gebäude. Ich mache mal lieber einen Durchgangsbahnhof, man weiß ja nie, was noch passiert. So, einmal drehen, nochmal drehen. Und damit ist er am Holzwerk angeschlossen, am Wald. Entschuldigung. Natürlich hätte ich besser gleich zweigleisig gebaut, aber ich kann, wenn es gewünscht wird, auch immer noch ausbauen. Ne? Silberlöffelfabrik. Gut, was nicht alles gibt. So, natürlich braucht die Stadt Topolobampo einen Bahnhof. Und dann später eine Verbindung. So, dann machen wir was hier. Machen wir es jetzt etwas einfacher. Und schauen wir mal, ob wir hier die. Ja, da muss ich da gucken. Das ist diese Geschichte. Ob wir das Holz, die Holzgeschichte hier erreichen. Wer kriegt denn hier eigentlich Holz? Ich glaube, das sieht man, wenn man hier die LKW-Abladestation baut, ne? Nee, das sieht man erst dann. Ja, eigentlich kann es ja nur das Industriegebiet sein, das Holz bekommt, ne? Das ist natürlich ganz auf der anderen Seite. Macht aber nichts. Du sollst dich ja jetzt hier nicht. Opa. Bau doch einfach weiter. Also, erst brauchen wir mal eine Eisenbahnlinie. Das ist Fakt. So, den Bahnhof habe ich jetzt nicht wirklich gut gesetzt. Ja, geht aber. So, Bahnhof haben wir. Dann brauchen wir eine Linie. Neue Linie, die nennen wir Zug. Holz. Zugholz, genau. Einfach nur Zugholz. So, der kriegt die Station hier als erste und dann die als zweite. So, dann brauchen wir natürlich ein Depot. Das habe ich jetzt auch schon gerafft. Machen wir es ganz einfach, setzen es dahin und verbinden das mit dem. Gucken, haben wir das auch? Ja. Dann werden wir einen Zug kaufen. Wir haben jetzt eine gute Auswahl hier. Demogul, oh Wahnsinn, 400 Kilowatt Leistung. Kaufen wir gleich eine anständige. Was sollen wir denn jetzt hier sparen? Na, wir haben 49 Millionen, das ist ja. So, wir sollen transportieren Holz. Und Holz geht hier drauf, tatsächlich. Wie viel? 30. Könnte man eigentlich, brauchen wir eigentlich gar nicht so viele. Machen jetzt tatsächlich mal nicht mehr wie notwendig. 35 kaufen wir.
und schieben die auf die Linie Zugholz. So, etwas machen wir jetzt trotz allem. Topolobampo, wir machen das so, dass er hier wartet, bis das voll ist. Da brauche ich nicht ein paar Mal hin und her zu fahren. Ich glaube, das ist unendliche Wartezeit. Ich mache schon wieder meine eigenen Dinge, aber ich glaube, das ist trotz allem sinnvoll. So, bevor die aber jetzt produzieren, muss ich, glaube ich, hier etwas einrichten, was mit Holz zu tun hat. Das heißt, wir brauchen hier eine LKW-Station. Direkt hier. Und hier drin brauchen wir... So. Da sehe ich jetzt, dass wir Holz brauchen. Guck. Also doch Industriegebiet, wie ich es vermutet habe. So, sollen wir dann so am besten setzen, dass wir alle erreichen. Je mehr wir erreichen, desto höher wird die Prozentzahl vom Verkauf. Aber ich glaube, so haben wir so ziemlich alles. Ne? Brauchen wir natürlich wieder eine neue Linie, die da heißt LKW Holz Topo. LKW Holt, jawohl, ich habe Holt. Warum schreibt, warum einfach nur. So, Holz ist aber eher braun, ne? Ja. Jetzt wird er schon wieder komisch, der Opa. Ja, okay. Wir haben die Holzlinie. Haben wir nicht. Wir müssten nämlich noch was draufsetzen, ne? Haltestelle hinzufügen. Fängst du hier an. Und hier hin. Zack. So, jetzt habe ich im Prinzip alles angeschlossen. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt starte, sollte es hier irgendwas passieren. Zugholz. LKW-Holz-Topo, die sind doch verbunden, oder nicht? Oder dauert das einen Moment? Versand. Also habe ich wieder irgendwas vergessen. Wie so oft. Der steht jetzt hier und wartet auf Holz. Holz wird keins gemacht. Warum nicht? Hab ich denn hier überhaupt einen LKW laufen? Nee. Ach, Opa. Ich habe doch gar keinen LKW laufen. Oh, bin ich schon bescheuert. Nee, bin ich nicht. Ich bin, egal. So. Natürlich brauchen wir hier noch ein Depot. Komm, mach mal hier Stopp. Ist uncut. Ich schneide da nichts raus. Ich fange da jetzt nicht an, irgendwas zu beschönigen. Es ist einfach so. So, dann gehen wir hier auf Cargo. Wir haben den Planwagen. Der kann Holz. Nehmen wir mal zwei. Was können die? 5. 3, 4, 5, 6. Dann hätten wir die 30 voll. Genau, und auch die kommen auf die Linie LKW Holz Turbo. Und jetzt haben wir die Verbindung. Siehst du, jetzt hat er die auch angemalt hier, ne? Ach, dann zeigt er mir das auch an, wie das verbunden ist. Die komplette Linie. Ah, das war, muss ich auch noch nicht, siehst du mal. So, jetzt wird er wahrscheinlich produziert. Ich hätte aber trotzdem gerne, dass diese Linie an dem Topolambo-Haltepunkt erst fährt, wenn das Ding voll ist. Denn wenn die fahren, wenn die leer fahren, kosten die richtig Kohle. Und wenn sie voll fahren, halt nicht so. So, hier ist alles richtig. Wenn ich jetzt starte, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ist, die sollen natürlich dann auch entsprechend lang warten. So, Moment. Vollladen, unendlich lang warten. So, die Pferde sind auf dem Weg. Und warten jetzt hier auf ihr Holz. Und hier sollte jetzt eigentlich die Produktion starten. Ja, hervorragend.
Zugholz, da ist natürlich nichts drauf, das lädt er direkt alles hier rein, hoffe ich zumindest. Also die können 400 produzieren. Jetzt hat er eingeladen, ne? Ja. Jetzt fängt es an zu laufen. Es gehen also jetzt, die gehen in den Versand. Das ist praktisch das, was der Zug kann, ne? Beziehungsweise, oder? Ne, 35. Naja, auf jeden Fall machen wir mal schneller. So. Ich versuche die Logistik hier noch reinzubekommen. Das muss irgendwie. So, jetzt läuft's. So, Abnehmer ist Topolambo, das ist der. Die LKW-Station. Der fährt jetzt, weil er vollgeladen ist. So, das war doch, glaube ich, schon mal eine gute Sache. Entschuldigung. So, und die warten hier, weil die auch ewig warten, bis sie vollgeladen sind. Die sollen nicht hier rumfahren. Aber da will ich mal eben was gucken. Wenn die nicht rumfahren. Finanzen. Betriebskosten 800. Finanzen, Betriebskosten. Der hat deutlich mehr Betriebskosten schon. Warum das denn? Hat alles irgendeine Bedeutung, die ich noch nicht weiß. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass die, wenn die hier rumstehen, weniger verbrauchen als. Aber das könnte ich auch mal testen. Opa, spiel deine Kampagne. Furchtbar mit dir. So, jetzt sollte hier. Ja, das geht jetzt an und geht hoch. Und wenn wir. Ja, 8, 9, 10. Die liefern jetzt alle kräftig hier ab. Genau. Dadurch, weil die vollgeladen sind, war, glaube ich, gut. Wieso kommt hier. Die verarbeiten das wahrscheinlich schneller, als ich es anliefere, ne? Bevölkerung, Arbeitsplätze, Einkaufsmöglichkeiten, Ziele. Das Projekt okay. Wächst und gedeiht. Dank der hochwertigen Materialien sehen die errichteten Gebäude ausgesprochen stattlich aus. Gut. Die ersten Siedlerinnen und Siedler sind eingezogen und alle arbeiten tüchtig an der Verwirklichung der idealen Gesellschaft. Doch zu einem erfüllten Leben gehört nicht nur Arbeit. Ebenso wichtig sind körperliches Wohlergehen, Vergnügen und Zerstreuung. Sorge dafür, dass die städtischen Einrichtungen von Topolobampo mit den nötigen Verbrauchsgegenständen ausgestattet werden. Auf das Gesundheit und Lebenslust Einzug halten. Okay. Die Stadt der Zukunft wird viele Gäste anlocken, die das Erfolgsmodell mit eigenen Augen bestaunen wollen. Deshalb soll das Hotel nur mit der exquisitesten Ausstattung bestückt werden. Zum Beispiel mit stilvollem Essgerät. Gut. So, also Holz ist erledigt. Ich brauche jetzt, das heißt, ich kann diese 5 hier dafür benutzen jetzt theoretisch. Oder kann einfach die Linie ändern, ne? Das heißt, ich muss aber Silber hier rüber arbeiten. Da, ja, okay. Entschuldigung. Und es kommt schon eine Bonusaufgabe. Lassen wir mal langsam laufen, damit das hier.
Ich würde die Bonusaufgaben auch vorziehen, da habe ich die nämlich erledigt, bevor die Mission zu Ende ist. So, Füße schon. Eine richtige Straßenbahn, wie es in allen modernen Städten gibt, würde Topolobampo gut zu Gesicht stehen. So können die Mitglieder der Gemeinschaft die müden Füße etwas ausruhen. Machen wir natürlich. Die Straßenbahn ist eine gute Sache. Doch die Hinterlassenschaften der Zugpferde dürfen keinesfalls vor den repräsentativen Gebäuden der Stadt zu liegen kommen. So, heißt, baue eine Straßenbahn und transportiere 10 Leute. Vermeide Stationen in der Nähe des Hotels und des Hospitals. Ah. Hotel, dann ist hier das Hospital wahrscheinlich, ne? Die Frauen und Männer der Kolonie sind Oh. kräftig und gesund. Sollte sich dennoch einmal ein Notfall ereignen, Okay. muss dafür gesorgt sein, dass das Operationsbesteck im Krankenhaus garantiert keimfrei ist. Zu diesem Zwecke lässt sich medizinischer Alkohol aus den zahlreich vorhandenen Kakteen herstellen. Ah, jetzt war ich schon zu schnell. Ich war schon zu schnell. Ja, okay, gut. Das sind die beiden, die wir versorgen müssen, erstmal, dass wir weiterkommen. Aber ich mache jetzt erst die Mission hier. So, baue eine Straßenbahn und transportiere 10 Leute. Vermeide Stationen in der Nähe von Hotel und Hospital. Das hat damit nichts zu tun. Na gut, das ist ja kein Problem. Tram. Müssen wir da die Straßen erweitern? Weiß ich jetzt gar nicht. Straßen. Werkzeuge. Straßen. Ah, guck mal, das sagen die einem aber gar nicht. Ja, wenn das nicht weißt, dann sitzt du hier. Aber gut. So, da kommt, dann lassen wir die schön hier außen rumfahren. Ja, hier, also hier darf ich nur keine Station erstellen, aber ist egal. Komm, ich lasse sie hier. Brauche ich eigentlich gar nicht alles zu machen. Es reicht ja, wenn ich nur da die Tram verbessere, die Straßen verbessere, wo die lang fährt, ne? So, dann machen wir Gebäude. Kleine Bus-Tram-Haltestelle. Okay. 10 Leute, ja gut, das kriegen wir ja hin. Die Trambahn. Okay, jetzt sind überall Dingens. Machen wir eine hier hin. So, warte mal, wie weit reicht die? Boah, die reicht ja schon extrem weit, ne? Dann machen wir noch eine ganz auf die andere Seite und dann läuft das. Ja, würde ich sagen. So, brauchen wir eine spezielle Station für die Trambahn? Jawohl, brauchen wir. So, und dann setzen wir die hier hin. Da kann die direkt hier in die Linie rein fahren. Prima. Oberleitung, ja, haben wir gemacht, ne? Ja, okay. Dann können wir auch elektrisch fahren. So. Haben wir gemacht. Ach, Düfte vermeiden. Deshalb soll man Modell und Hospital weglassen, damit man da keinen. Okay, gut. Dann kaufen wir mal eine Tram. Elektrisch, Pferde. Wir haben ja Strom da. Nehmen wir eine elektrische. Haben wir Strom? Weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich gemacht mit Strom? Nee, ich habe ohne Strom. Oh, blöd, blöd, Mann. War als auf Nein, ne? Nee, war auf Ja. Also haben wir Strom.
Doch, da ist doch der. Da ist doch die Leitung. Sehe es doch. Gut, dann können wir auch eine elektrische hinknallen. So, die kann 7. Wir sollen 10. Machen wir mal 2 Stücke. Was? Eine Pferdetram. So, okay, neue Linie. Wieso kann ich jetzt keine elektrische kaufen? Sind wir noch nicht so weit, oder? In der Zeit, 1885, gab es da noch keine elektrischen. Okay, Tram. Topo. So, jetzt denken wir schon mal dran, eine Station zu setzen. Wo sind wir? Einmal hier und einmal hier. Na, so. So, jetzt fährt die aber hier durch. Ist das okay? Keine Station, keine Station. Gut, durchfahren darfst du wohl, ne? Aber um das zu vermeiden, könnte ich ja hingehen und sagen, okay. Ich setze da noch eine, komm. Dann fährt die nämlich, hoffe ich zumindest, hier rum. Und nicht dadurch. Ich probiere schon wieder rum, ne? Es ist unglaublich mit mir. Also, das ist echt unglaublich. Aber es funktioniert, guck. Okay, so, dann gehen wir auf Fahrzeuge. Tramdepot und setzen die auf die Linie Tramtopo. So, wartet natürlich jetzt noch niemand. Pass mal auf, ich mache hier. Ich bremse die mal ganz kurz aus und lasse die dann im größeren Abstand fahren, damit da auch Leute sind. So, während das läuft, kann ich mich ja um die restliche Mission dann schon mal kümmern. So, da wartet jetzt schon einer. Das ist gut. Dann, ja, ich könnte hier ja auch die Linie zu der Linie sagen, pass auf. Vollladen, aber maximal 3 Minuten, ne? Drei Minuten ist ja schon relativ lang, ne? Aber ich glaube, dass man spart dadurch. Betriebskosten. Mut ich mal zumindest. Gut, wie dem auch sei, ich soll jetzt hier, da geht es jetzt weiter. Hotel, ich mache mit dem Hotel. Und das Spital bekommt Alkohol. Ja, braucht man natürlich. Und Silberlöffel. Das heißt, ich müsste jetzt versuchen, eine Linie zu bauen. Kaktus, das kommt auch noch irgendwann. Holz. Ach, hier ist noch mal Holz. Ah, ne, Silber. Stopp. Silber und Holz, aber was ist das hier? Silbermine Holzanlieferung. Was bedeutet das denn? Das heißt, die arbeitet nur, wenn sie Holz hat. Ah, okay.
Machen da ist der Whisky. Da würde ich ja fast sagen, wir machen aus dem Bahnhof hier einen etwas größeren. Machen hier noch eine Güterplattform dabei. Die sollten sich ja dann austauschen. Und noch ein Gleis dabei. Das finde ich so gut gemacht hier mit der Modulbauweise hier, ne? So, jetzt probieren wir das mal aus, ob das funktioniert. Weil hier ist ja alles verbunden. Wie das aussieht. Ich brauche dann aber hier trotzdem noch eine LKW-Station. Ne, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Quatsch. Ich brauche Gleise. Oder besser gesagt, ich gucke erstmal hier. Da muss Holz hin. Was ja hier auch produziert wird. Das ist eigentlich gut. Das sollte eigentlich funktionieren. Und das Silber muss dann hier hin. Das heißt, ich baue hier einen Kreis. Holz, Silber hier abladen, die Löffel und die fahren die weg. Die Bahn nimmt die mit, wenn das funktioniert. Das ist doch so eine Idee, ne? So, dann machen wir hier einen einfachen Güterbahnhof hin. Ich mache am besten mal gleich zwei Gleise. Kostet das viel mehr? Oh ja, das kostet sehr viel mehr. Fang schon mal an, ein bisschen zu sparen. Einmal hier. Und einmal hier das Silber. Hier mache ich ein zweigleisiges hin. Weil ich da eventuell den Whisky oder den Alkohol schon hinfahren. Ne? Ist jetzt in etwas so. So, das ist die Plan. Das ist der Plan, nicht die Plan. Also, nochmal. Was habe ich jetzt gedacht? Ich habe gedacht, aber die Silberlöffel könnte ich ja gleich hier hinfahren. Ich könnte die Bahn auch rundfahren lassen, die da gerade da fährt. Das ist ja auch eine Idee, ne? Der Einfachheit halber. Das dauert zwar dann im Moment etwas länger, aber ich kann ja die Bahnhöfe richtig schön groß machen. Und den Bahnhof sollte ich dann eventuell erweitern, weil da wahrscheinlich der Platz nicht ausreicht für die. Das sehe ich dann. So. Whisky. Den Whisky würde ich auch gern damit einbringen. Aber ich habe hier eine Zweibahn, eine zweispurige, die ich jetzt gerade schon wieder verkehrt angeschlossen habe. Es sei denn. Ja, warte, ich mache das hier anders. Ganz kurz weg und schließe da die andere an, den anderen Gleis, das andere Gleis. Ja, ich weiß, die Profis unter euch, die kriegen hier die Krise, wenn ich hier arbeite, aber lasst mich einfach mal machen. Ach nee. Zu viel dazu, ne? Zu viel zur Krise. So, nochmal. Hier müssen wir ja einfach nur. Wir müssen mal Holz abliefern und Eisen und Silbererz mitnehmen. So, lass mal überlegen. Dann nimmt hier das Holz.
fährt es hier rum. Ich brauche ja das Holz jetzt hier nicht mehr zu beliefern. Das ist ja erledigt. Dann soll er hier durchfahren, das Holz hier abliefern, warten auf Silbererz und das Silbererz hier abliefern. Machen wir das mal zuerst. Und da können wir die Linie hier, die Holzlinie, machen wir dann eine Silberlinie draus, ne? Ja, würde ich sagen. So, das bedeutet, ich werde die Zugholzlinie erweitern. Topolambo Ost, genau. Von hier fährt er nach da. Nee, er fährt nach da, weil da hat er ja noch nichts. Fährt nach da, liefert Holz ab. Fährt dann nach da und liefert die Dings ab. Boah, würde ich ja besser einen Rundkurs machen, ne? Ja, komm, hier mache ich einen Rundkurs. Dann werde ich aber vorher noch die Holzlinie, Holz-LKW-Linie umbenennen auf. Ich mache jetzt bewusst nur, ich mache Waren, weil wir dann damit alles beliefern, ne? So, Haltestelle hinzufügen. Keine Station beim Hotel und keine Station beim. Ah, okay. Okay. Jetzt habe ich natürlich hier schon eine Station. Hat das 5 Personen gebracht? So, pass auf, bevor ich jetzt hier wieder durcheinander gerate. Hätte ich gerne. Kleinen Moment. Ich habe jetzt hier eine Station. LKW Holzwaren. Naja, gut, okay. Die sollen aber jetzt kein Holz mehr liefern, die sollen Silber liefern. Das heißt, der kommt mit 35 Holz hier an. Warum? Das heißt, ich fahre hier. Genau, ich mache die Zuglinie. Pass mal auf, ich mache die Zuglinie. Topolampo Ost mache ich erstmal weg. Damit ist dann die Holzlinie hier gar nicht mehr da. So. Genau. Der soll jetzt sein Holz hier hochfahren. Macht er das? Fährt das Holz von Topolobampo nach El Fuerte, fährt von El Fuerte zurück nach Abzweig und fährt dann hierhin und liefert das Erz ab. Da muss ich dem nur noch andere Waggons. Die Straßenbahn ist formidabel. Nur hält sie nicht dort, wo die Menschen hinwollen. Dank einer fortschrittlichen Technologie könnte die Linie im Zentrum verkehren, ohne dass überall Pferdemist herumliegt. Ah, ja, habe ich jetzt aber schon gemacht, ne?
Gut, dann machen wir das ganz schnell. Das ist ja kein Problem. Ich brauche ja nur die Linie, naja, die Fahrzeuge auf der Tram zu ersetzen in elektrische. Zack. Okay. Das war es, das war das. So, warum hat der jetzt hier Zug Holz? Hat 35 Holz. Wo fährt denn der jetzt hin? Der fährt jetzt nach El Fuerte. Gut, dann gib mal Gas. Hier passiert aber noch nichts, weil ich hier, Moment, der Liniezug, Holz. So, Topo Lambo El Fuerte. Ich glaube, ich muss dem auch Waggons geben, die das können, ne? Die können ja nur. Die können ja nur Holz. Ich kann ja gar kein. Die können nur Holz, die können Silber und Zeugs. Ach, da muss ich ja alles haben hier. So. Ja, machen wir das mal. So, jetzt sollte hier aber irgendwas passieren. Ne? Jetzt bin ich nur mal gespannt, ob meine Bahn über zu kurz sind. Dem Wunder der Elektrizität sei Dank, kann die Straßenbahn nun alle wichtigen Orte bedienen. Und das auch noch bei Wohlgeruch. Gut, was haben wir geschafft? Prima. So, jetzt, ach, siehst du hier, jetzt funktioniert hier auch was. Jetzt haben wir hier tatsächlich schon. Ah, guck mal, Opa rafft das so langsam. So, was hat denn der jetzt alles hier bei? Nichts. So, der kann jetzt alles transportieren. Gerade mal gucken, wie die Bahnhöfe lang genug sind. Ja, gerade so, ne? So, der ist jetzt voll mit Holz und fährt. So, und die LKWs fahren natürlich jetzt nicht, weil sie nichts haben. Die werden aber dann fahren, sobald sie. So, mal gerade gucken. Die Linie ist jetzt immer noch verbunden mit der Linie und der Linie. Das heißt, sobald die jetzt irgendwas hier bekommen, egal was, aber jetzt muss ich gucken, ob die Pferdefuhrwerke hier, ob die überhaupt in der Lage sind, das zu Fahrzeuge. Moment, wie gucke ich denn das jetzt nochmal? Weil es gibt, glaube ich, nur die. Es gibt eh nur die. Die können alles. Gut, alles klar. So, jetzt nochmal gucken. Nimmt der Zug jetzt hier Eisen mit? Aber eine ganze Menge. Und nicht Eisen, Silber. Und das Silber sollte er hier abladen, wenn es geht. Ich verstehe das so langsam. Merkt ihr das? Und ich verstehe auch, dass wir 44 Minuten haben. Ich glaube das nicht. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Bis zur nächsten Folge. Oh mein Gott, völlig überzogen. Ciao.